Jannes Fitje aus der Nähe von Gotha ist 15 und hat ein großes Ziel. Natürlich in die Formel 1 und Formel 1 Weltmeister. Auf dem Weg dorthin ist der Neuntklässler jetzt im Motopark Team Oschersleben in der neuen Rennserie der ADAC Formel 4 unterwegs. Das Basisauto, um einfach den Umstieg vom Kart in den Formelsport zu machen. Hört sich immer so niedlich an mit 160 PS und ähnliches. Sie fahren aber Rundenzeiten, die auf DTM-Niveau hier in Oschersleben sind. Der Teamchef hatte den Thüringer schon seit einiger Zeit im Visier. Gut, Jannes haben wir schon lange verfolgt. Wir haben sehr, sehr gute Ergebnisse in der deutschen Kartmeisterschaft gehabt. Da sind wir auf ihn aufmerksam geworden und beobachten ihn seit 2-3 Jahren mittlerweile im Kartsport. Immerhin war Jannes Achter der Kart-Weltmeisterschaften, wusste schon mit 4 Jahren, wie sich das Siegerpodest anfühlt, auf dem Arm des Papas, der erfolgreich im Porsche Carrera Cup fuhr. Heute kümmert sich Vater Arne um seinen Juniorfahrer. Ich muss zusehen, dass ich Sponsoren bekomme, dass ich ein gutes Management für ihn bekomme, dass er sich weiterentwickeln kann, weil ich schon seit längerem mit meinen persönlichen finanziellen Mitteln das nicht mehr stemmen kann. Immer mit dabei, auch die Mama. Ganz ruhig, nur beim Start könnte es heikel werden. Beim Kart war es doch manchmal sehr aufregend. Ich sage immer, wenn 34 Halbpubertierende in die erste Kurve fahren, das ist nicht immer angenehm. Aber der Sohnemann ist ja ein ganz Überlegter. Mit viel Ahnung von der Technik lag er doch seit frühester Kindheit schon unter dem Auto. Ein lernbewusster Fahrer, der für die Rennsportkarriere nicht gleich die Schule schmeißt, oder? Ja, na klar würde ich jetzt mit der Schule aufhören und jeden Tag nur noch Rennauto fahren oder Formel fahren. Aber Schule muss auch sein, weil wenn es nicht klappt, braucht man ein Abi. Und das kann ja auch als Formel-1-Rennfahrer nicht schaden. Janne Fitje ist in der Spur. Mit den Rennen der Formel 4 geht es in einem Monat in Oschersleben los.